In diesem Jahr haben wir zusätzliche Akzente gesetzt. Wir haben eine größere Halle, wir haben eine größere Messe. Wir haben über 240 Fahrzeuge hier stehen mit 24 tollen Marken. Das ist deutlich mehr als im letzten Jahr. Das Besondere in diesem Jahr ist, dass wir neben den Marken, die in den letzten Jahren schon da waren, insbesondere die großen Premium-Hersteller auch da haben. Audi, BMW, Mercedes sind hier mit vielen, vielen Fahrzeugen. Tolle Marken, besondere Fahrzeuge. Den i8 habe ich hier gesehen, den neuen Mercedes GT habe ich gesehen. Das sind die begehrten Fahrzeuge, da will jeder mal drin sitzen und den möchte jeder mal Probe fahren. Also die Audi Hamburg GmbH ist, wie Sie richtig sagen, das allererste Mal dabei. Wir sind mit unseren Premium-Produkten ideal positioniert. Erster Eindruck ist sensationell. Schön, dass wir in der Autostadt Hamburg so eine Messe auf die Beine stellen können. Wir finden es sehr schön, vor allem, dass die Beteiligung dieses Jahr noch aufgewertet wurde durch mehr Marken und dass die Premium-Hersteller dabei sind. Die neue Halle ist toll, das macht Spaß hier zu stehen und dass man genügend Platz hat und die Möglichkeiten, seine Fahrzeuge entsprechend zu positionieren. Die Messe gefällt mir gut. In Ruhe sich das angucken und findet auch einen Ansprechpartner. Aber sonst finde ich eine gute Sache auch, dass die Premium-Hersteller diesmal dabei sind. Das finde ich gut. Viele Aussteller, viel zu sehen. Wollten eigentlich gar nicht so lange bleiben, aber es ist super gemacht hier und ja, ich denke, wir halten uns noch länger auf. Ich denke, auch dieses Auto würden wir ganz gerne mal zur Probe fahren. Ganz toll, ja. Nahezu alle Fahrzeuge können Sie Probe fahren. Die Hersteller haben so ein bisschen geguckt, was sind so die begehrten Fahrzeuge, welche Fahrzeuge sind jetzt neu. Wir haben viele neue Fahrzeuge hier am Start, die noch keiner gefahren hat. Die stehen draußen. Wir haben nur wenige Meter, wenn man hier in der Halle ist. 50 Meter muss ich nur einmal akkreditieren und kann den ganzen Tag alle Fahrzeuge Probe fahren. Ich werde auf jeden Fall noch andere Autos testfahren. Das ist ja das Tolle bei der Messe, dass man so viele Wagen probieren kann. Einfach nur kurz hingehen und schon sitzt man hier im Wagen. Das sind ja auch echt tolle Fahrzeuge. Dann gibt es ja auch bei der Messe immer noch diese speziellen Messeangebote, die man sonst nicht bekommt. Und deswegen werde ich mal gucken, da kommt bestimmt noch was. Das unterscheidet uns ja von den Herstellermessen, von der großen IAA, von der wir uns ja deutlich abheben. Hier sind nur Händler, die sind daran interessiert, Probefahrten anzubieten und möglicherweise auch Autos zu verkaufen. Und schon wieder freut sich ein Käufer über sein neues Auto. Das Hamburger Abendblatt wünscht allzeit gute Fahrt.